Nicola Spierig, wie fühlt sie sich als Olympiasiegerin in die Schweiz zurückzukommen? Ja, auch schön. Also der Empfang ist wahrscheinlich überwältigend. Es sind auch viele Leute da. Viele Leute, die auch einen Teil an diese Medaille beigetragen haben. Und es ist natürlich schön, zum Freude mit ihnen zu teilen. Was war jetzt der spezielle Moment, wo sie in London die Medaille bekommen oder wo sie da rausgekommen sind und ihren Lohn in Form von Jubel und Applaus haben können entgegennehmen? Ich denke, das sind ganz verschiedene Momente und beide sehr schön. Also Medaillen und auf dem Podium zu stehen und Nationalhymne zu hören, das gibt es einmal im Leben, das ist unglaublich, so in dieser Form. Aber so einen Empfang, man hört es da wieder im Hintergrund, ist natürlich auch wunderschön. Jetzt liegt Ihr Wettkampf schon über eine Woche zurück. Was haben Sie in der Zeit noch gemacht bis jetzt? Ja, ich habe sicher die Olympischen Spiele noch ein bisschen genossen. Ich bin gewisse andere Wettkämpfe schauen, das Finale von Roger Federer, Leichtathletik und. Ich habe die Stadt von London ein bisschen gesehen. Ich habe es probiert zu binden zum Teil, Medientermin auf dem London Eye gemacht oder in Swiss House und natürlich auch noch ein bisschen Tower Bridge, London Bridge angeschaut. Es ist mir nicht langweilig geworden. Goldmedaille haben Sie immer dabei gehabt? Nein, nicht immer. Ich habe immer ein bisschen Angst, ich gehe irgendwo verloren oder gehe irgendwo runter. Aber es ist immer noch schön, um sie um den Hals zu haben. Wissen Sie schon, was für einen Platz sie zuhause bekommt, wo das ist? Nein, weiss ich noch nicht. Wir sind uns, der Reto und ich sind schon länger ein bisschen auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich denke, wir suchen zuerst das neue Häuschen und dann suchen wir einen Platz für die Medaille. Jetzt gibt es bei Ihnen zuhause noch ein grosses Fest. Wissen Sie schon, was Sie da erwartet? Ich weiss, dass es ein grosses Fest gibt und das ist ja schon der Anfang in dem Sinne davon. Ich weiss nicht genau, wie das Programm ist, aber ich lasse mich gerne überraschen. Was freut Sie sich am meisten, jetzt abgesehen von diesem Fest? Ich denke, ich freue mich dann auch wieder mal ein bisschen Zeit haben mit der Familie, mit dem Reto und einen ruhigen Abend auf dem Sofa zu verbringen. Danke vielmals, merci.